Jo Leute, was geht? Willkommen zurück. Ganz kurzes Breaking-Video, denn auf der japanischen Pokémon-Seite wurden gerade die neuen Terra-Raids für das kommende Wochenende bestätigt und veröffentlicht. Wir hatten ja letztes Wochenende den Terra-Typen Drache Glurak. Der kommt auch übrigens in 2 Wochen nochmal wieder. Vom 16. bis zum 19. Dezember, da könnt ihr ihn nochmal bekämpfen. Wenn ihr ihn noch nicht gefangen habt, könnt ihr ihn dort auch fangen. Für alle, die ihn schon gefangen haben, ihr könnt ihn nicht nochmal fangen. Aber es geht da hier nicht um Glurak, sondern um die neuen Raids. Und die neuen Raids, die kommen werden, sind Despota und Brutalanda. Vom Freitag, dem 9. Dezember, bis Montag, dem 12. Dezember. Mega, mega geil. 4 bis 5 Sterne-Raids werden es sein. Brutalanda für Pokémon Violett und Despota für Pokémon Karmesin. Finde ich ein bisschen schade, dass nicht für beide Versionen beide Raids kommen, weil ich sehr, sehr gerne Despota ein bisschen gefarmt hätte. Aber naja. Ja, also jetzt nächste Woche eine Despota und Brutalanda. Despota wird übrigens Terra-Typ Geist sein, das sieht man hier schon auf dem Bild. Und Brutalanda wird Terra-Typ Stahl sein. Also da könnt ihr euch schon mal ein bisschen drauf vorbereiten. Ich denke, Brutalanda könnte irgendwie ein Kampf-Pokémon gut sein. Und für Despota ein Unlicht-Pokémon. Aber das werden wir uns dann zusammen angucken. Ich finde es cool, dass jetzt wirklich jede Woche, jedes Wochenende ein Terra-Pokémon in so ein Event kommt. Ich bin extrem gespannt, was nach Glurak kommt. Dann haben wir auch Weihnachten. Ich kann mir vorstellen, dass da vielleicht nochmal ein ganz neues Pokémon kommt. Wir hoffen ja alle auch auf Turtok und Bisaflor. Ja, da kann auf jeden Fall sehr viel geiler Stuff kommen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt und up to date sein wollt, gerne den Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr über ein Like freuen und sage damit bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute.